So, gleich kommt die Ansage. Mal schauen. Jetzt müsste er gleich wieder ansagen, ihm eine Information und so, dass er halt wieder auf Gleis 3 einfährt. Das möchte ich gerne mal aufnehmen. Habe ich schon mal gemacht. Das war schon länger her. Letztes Jahr im Sommer. Auf einmal kommt jetzt noch schnell der Schnellzug, ne? Kommt schon wieder ein Auto. Ja, ein Auto, weil jetzt kommt ja gleich der Zug, deswegen warten hier schon die Autos. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ja, es ist heute die 10:44 von DTG rausgekommen, also bei Train Simulator. Warum auch immer die sie gebaut haben überhaupt. Aber vielleicht wollten sie ein bisschen österreichische Sachen bauen. Oder Loks bauen, meine ich. Ja, ist eine gute Idee, aber die Lok gibt's schon von Railworks Austria. Dann kann man einen Vergleich machen, wie die ist und wie die andere ist. Ich denke aber, die von Railworks Austria ist besser. Vom Sound wird sie... Ich bin schon überrascht. Also, wie sie innen aussieht, ich habe ein paar Bilder gesehen, sieht sie gar nicht so schlecht aus. Vom Sound, das wird, ich glaube, ich, der Sound wird wahrscheinlich nicht so gut sein, aber naja. Vielleicht gibt es ja noch Updates. Dass man sozusagen den Railworks Austria Sound reinballern kann. Gibt es ja vielleicht. Ja, mal schauen. Mal schauen, wie die Lok wird und so. Die kostet 13,99 €, also ganz normal, wie jede andere Lok auch. Ja. Szenarios für die Semmeringbahn sind dabei. 6 Szenarios, glaube ich, Karriere, glaube ich, und auch Standard wahrscheinlich. Weiß ich noch nicht. Ich denke, beides wird sein. Standard ist ja auch geil. Ich fahre lieber Standard als Karriere. Bei Karriere habe ich letztes Mal ausprobiert. Bin Karriere gefahren, minus 20 Punkte wieder gemacht. Ey, das ist so, dann bin ich ausgerastet, weil, ja, ich bin einfach nicht, ich kann einfach keine Karriere, das ist, man kriegt mal Punkte und das ist halt immer so scheiße mit Punkteabzug und so, das mag ich einfach nicht. Deswegen fahre ich keine Karriere. Aber Standard fahre ich schon gern. Standard mag ich lieber. Ne, wann kommt die Ansage? Wie spät ist denn schon? Ich habe ja noch mein anderes Handy hier. Ich habe zwei Handys, also eins von meinem Bruder und eins von mir. Mein Bruder braucht das nicht. Es ist schon 19:28 Uhr. Er müsste jetzt gleich kommen.